Professional Intermittent Training, die Zerberstung. Heute zum Thema Schultertraining mit dem Easyball Single. Viel Spaß mit dem Video. So, auch die Schultern kann man ganz hervorragend mit den Easyballs trainieren. Allerdings ist das die einzige Muskelgruppe, wo man wirklich unbedingt den Single braucht, was wirklich nur mit dem Single vernünftig funktioniert. Und zwar macht man vorrangig die Seithebelbewegung, um den seitlichen Anteil des Delta zu treffen. Und ich mache es immer so, dass ich versuche, vor allen Dingen hier diesen hintersten Anteil der seitlichen Schultermuskulatur zu treffen. Nicht die hintere Schulter, sondern quasi von der seitlichen Schulter hier den hintersten Anteil. Weil da ist es häufig so, wenn man Wettkampfathleten sieht auf der Bühne, die haben hier oft dann so eine Lücke, dass man es schafft, hier die vordere Schulter zu treffen und den vorderen Anteil der seitlichen Schulter zu treffen. Aber hier in dem hintersten Anteil der seitlichen Schulter ist oft, ja, gähnende Leere ist vielleicht übertrieben, aber da ist nicht so viel los wie weiter vorne. Deswegen versuche ich immer, den Schwerpunkt auf den hintersten Anteil des seitlichen Delta zu legen. Und das gelingt mit dieser Übung ganz hervorragend. Damit die Übung wirklich volles Rohr in der Schulter ankommt und man den Vorteil, den man durch die Verwendung der Easy Balls hat, nämlich wieder das Ausschalten der Sekundärmuskulatur, das heißt, dass es wirklich volles Rohr im Delta-Muskel ankommt, damit man den wirklich nutzt, muss man den Single so im Pinzettengriff zwischen den Fingern greifen. Es darf auf keinen Fall so sein, dass die Finger in irgendeiner Art und Weise noch innen die Kugel berühren, sondern sollte wirklich so sein, dass nur die Fingerspitzen jetzt tatsächlich den Single berühren. Weil dadurch habe ich automatisch die gesamte Hand schon in der richtigen Haltung. Ich bringe es den Leuten beim Kurzhantelseitheben nämlich immer so bei, dass sie sich vorstellen sollen, sie hätten die Kurzhantel in einer offenen Hand liegen, dass der Daumen quasi nur so viel zumacht, dass die Kurzhantel nicht rausfällt. Dass man sich auch vorstellt, man hätte quasi eine Baggerschaufel, wo die Kurzhantel drin liegt. Und macht auch da wirklich das Handgelenk locker, lässt die Hand hängen, damit man eben nicht so viel Kraft in den Unterarm investiert und nicht so viel Kraft in die Nackenmuskulatur investiert. Da muss man sich hierbei gar nicht so sehr drauf konzentrieren. Man muss sich eigentlich nur auf den Griff konzentrieren. Weil wenn man den Griff so in dieser Pinzettenform ausführt und eben nicht mit der Mitte der Hand mit der Handfläche drum packt, sondern wirklich nur mit den Fingerspitzen, ergibt sich der Rest von selbst. Das ist das Geniale an dem Tag. So, ich mach's mal vor. Das ist jetzt wieder ein bisschen Glaubensfrage oder vielleicht auch Geschmackssache. Ich persönlich komme mit der Übung am besten klar, wenn ich den Kabelzug hinterm Körper habe, fasse jetzt wie gesagt mit den Fingerspitzen um den Single drumherum. Stelle mich so hin, dass ich, wenn ich die Schulter so ein bisschen nach unten hängen habe, noch keine Spannung drauf habe, ziehe dann den Schultergürtel so ein bisschen nach außen, habe jetzt Spannung auf der Muskulatur, kann mir die Vorspannung genau in den hinteren Anteil der seitlichen Schultermuskulatur holen, konzentriere mich nochmal drauf, auf jeden Fall nur mit den Fingerspitzen den Single zu berühren und mache dann die Seithebelbewegung. So, wenn man das Ganze jetzt mal von der Seite zeigt, dann sieht man, dass die Position von Arm, Unterarm und Hand eigentlich automatisch optimal sind, um eben hier diesen hintersten Anteil vor das Rohr zu treffen. So, und das Schöne ist, man kann in diesem Moment eigentlich nicht mehr großartig bescheißen, sage ich mal auf gut Deutsch. Das heißt, den Nacken großartig benutzen oder andere Muskeln involvieren. Aber das funktioniert halt nur, wenn man wirklich konsequent so drumherum greift. Was uns Menschen zunächst mal widerstrebt, weil das mehr Energie kostet, so zu greifen. Weil es vor allen Dingen für die Finger erstmal anstrengend ist, so zu greifen. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und dieses Gefühl in der Schulter am eigenen Körper erlebt hat, möchte man das nicht mehr missen. Und man freut sich regelrecht auf diese Übung, weil auch hier ist es wieder so, man braucht nur Pipi-Gewichte, um seine Schulter in einer Art und Weise zu treffen, wie man sie noch nie getroffen hat. Und gerade Seitheben ist so eine Übung, wo viele Probleme haben, die Schulter überhaupt richtig zu spüren, richtig zu treffen. Die Leute, die eine Schulter haben, die sagen, habe ich überhaupt gar keinen Vertrag mit, habe ich kein Problem mit, was quatscht der da?
Die brauchen das Video auch nicht weiter verfolgen, nicht weiter zugucken. Aber es gibt ganz viele Menschen, die machen Seitheben, machen es eigentlich nur mit dem Nacken und merken in der Schulter gar nichts. Und für die ist das die Lösung. Das Schöne ist, wenn man es hiermit beherrscht, schafft man es nämlich auch nachher mit den Kurzhanteln deutlich leichter, mit dieser Nervmuskelverbindung, mit diesem Gespür für die seitliche Schulter, da wirklich Treffer zu landen. Also einmal abschließend noch vorgemacht. Auch hier ist halt wieder wichtig, dass ihr euch das Ganze so einstellt, dass jetzt halt in dieser Position das Ganze noch entlastet ist. In dem Moment, wo ich den Schultergürtel gerade und nach außen ziehe, habe ich Vorspannung drauf, spüre diese Vorspannung auch 1-2 Sekunden und mache dann die Seithebebewegung. So, das ist das Training der seitlichen Schulter. Die vordere Schulter würde ich persönlich jetzt nicht gezielt trainieren, weil die eigentlich bei ganz vielen Übungen mit drin ist und auch bei Seithebebewegungen immer so ein bisschen mitarbeitet. Also ich bin der Meinung, man muss die vordere Schulter nicht gezielt trainieren. Ich würde euch aber gerne jetzt noch eine Übung für die Hinterschulter vormachen. Die kann man auch ganz hervorragend am Kabelzug mit dem Easy Ball Single machen. Dafür hängt man den Single oben ein, stellt sich dann so weit nach links raus, dass ich jetzt eine richtig schöne Dehnung hier in der hinteren Schulter drin habe. Fasse auch hier nur im Pinzettengriff um die Kugel drumherum, hole mir die Vorspannung in der hinteren Schulter und ziehe dann aus der Vorspannung den Ellbogen nach hinten raus. Und kann auch hier ganz gezielt mir hier wieder die Vorspannung in der hinteren Schulter holen, als wenn ich den Kontakt habe, mit diesem Kontakt die Bewegung ausführen und wirklich die hintere Schulter volles Rohr treffen. Entscheidend ist auch hier die Position. Wenn ich hier stehe, habe ich nicht wirklich die optimale Vordehnung auf dem Muskel, sondern ich muss mich wirklich ganz nach links rausstellen, dass ich gezwungen bin, das Schulterblatt schon so ein bisschen reinzudrehen, um hier wirklich die maximale Spannung auf der hinteren Schulter zu haben und aus dieser maximalen Vordehnung, aus der maximalen Vorspannung heraus die Bewegung aus der hinteren Schulter ausführen zu können. Auch hier ist es so, das Gefühl spottet jeder Beschreibung, muss man einfach mal gemacht haben. Es ist unfassbar, wie wenig Gewicht man braucht, um so krasse Erschöpfung im Muskel zu erzielen, so ein krasses Gefühl in die hintere Schulter reinzubekommen. Das schafft man nur ganz, ganz, ganz schwer mit entsprechenden Kurzhantelübungen. Wer schon ein sehr gutes Muskelgefühl hat, kriegt das sicherlich hin, aber viele haben das eben nicht. Und was ich oft feststelle, gerade so Damen in der Bikini-Klasse haben da so ein Problem mit. Und damit schafft es jeder, eine Schulter aufzubauen. Bin ich ganz, ganz sicher. Ja, soviel zum Thema Schultertraining. Eine Sache möchte ich euch abschließend gerne noch zeigen, weil ich ein kleiner Perfektionist bin. Damit ihr jetzt nicht glaubt, ich habe jetzt die ganze Zeit 10 Kilo hochgehoben. Schauen wir mal unter die Gewichtsplatte drunter. Ich bin nämlich so bekloppt, dass mir das Ganze so wichtig war, dass ich die Gewichtsplatten unten habe ausfräsen lassen. Weil außer mir keiner die eine Gewichtsplatte überhaupt bei solchen Übungen wie Seitheben überhaupt hochbekommen hat. Das heißt, das sind jetzt keine 10 Kilo mehr, das sind nur noch 5 Kilo. Und das reicht bei so Übungen wie Seitheben ganz schnell aus, um die Schulter volles Rohr platt zu machen. Also, das war's zum Thema Schultertraining für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut in die Videobeschreibung. Da sind Links zu meinen Social-Media-Kontakten. Instagram, Facebook und so weiter. Ich freue mich über jeden Follower. Schaut auch auf meiner Internetseite vorbei auf www.pit.training. Kommt zu meinen Trainingsseminaren, da zeige ich euch, wie man Treffer landet und nicht nur heiße Luft erzeugt im Training unter www.pit-seminar.de. Vielen Dank für heute, macht's gut. Ciao!